Das Szenario läuft fast jeden Tag gleich ab. Der Hof des Herzogsschlosses füllt sich am Abend mit rund 180 Leuten. Zuerst wird die Probe des vergangenen Tages mit Regisseur Alfred Jürgasch durchgesprochen. Danach geht es los. Die verschiedenen Bilder werden geprobt. In einer Woche ist schon die große Premiere. Jürgasch verspricht, das Stück wird in diesem Jahr deutlich anders als vor 4 Jahren. Der Stückanfang ist sehr stark verändert, das Ende des Stücks ist sehr stark verändert. Also das unterscheidet sich komplett vom Festspiel von vor 4 Jahren. Und auch im Stück selber gibt es einige Veränderungen, die ich natürlich jetzt nicht ausbreiten möchte, weil es wird ja noch ein bisschen eine Überraschung fürs Publikum bleiben. Aber man kann gespannt sein, so viel kann ich sagen. Auch das Bühnenbild hat sich in diesem Jahr verändert. Es ist offener gestaltet, damit das Herzogsschloss selbst als Kulisse mehr wirken kann. Denn es ist ja schließlich der Originalschauplatz, an dem sich die Geschichte im 15. Jahrhundert abgespielt hatte. Und zum Jubiläum ließ sich Bühnenbildner Matthias Bartuszewski noch ein besonderes Highlight einfallen. Ja, bisher spielte die Badeszene immer in den Badezubern. Die sind schwer, mussten auf die Bühne getragen werden. Und dann kamen wir auf die Idee, na, machen wir das doch gleich auf der Bühne. Und wenn wir schon mal im Freien sind, warum dann nicht auch mit richtigem Wasser? Also die Badeszene mit richtigem Wasser. Und daraus hat sich dann ergeben, die lernen sich ja im Badhaus kennen und ihr erstes Liebesnest ist in Lutenburg und da gibt es eine Szene in einem Park und in einem Park gibt es ja Brunnen, also gibt es dann den Badezuber nochmal als sprudelnden Brunnen. Der Brunnen als Quell der Liebe. Hier fand die Liebesgeschichte zwischen Agnes und Albrecht ihren Anfang. Laufen gut, die Leute sind alle engagiert, obwohl wir sie wirklich in der letzten Zeit sehr, sehr heftig eingebunden haben. Es waren praktisch täglich Proben, diese Woche ist ein bisschen lockerer, aber ansonsten, die Stimmung ist nach wie vor sehr gut und das ist das Entscheidende. Und diese gute Stimmung ist auch bei der Hauptdarstellerin, der Agnes Bernauer, zu spüren, die in diesem Jahr von Anna Lummer verkörpert wird. Seit ihrem 6. Lebensjahr steht die 26-Jährige auf der Agnes Bernauer Bühne und erfüllte sich mit der Rolle der Agnes ihren großen Kindheitstraum. Also das glaube ich wünschen sich die meisten, die wo einfach Theater spielen. Das ist, glaube ich, schon in Straubing einfach so eine Rolle, die wo man sagt, okay, die möchte man einmal einfach spielen. Deswegen ist das einfach schon sowas, so ein absoluter Höhepunkt und Traum schon seit Kindestagen, bei mir auf jeden Fall. Daniel Edenhofer, der den Herzog Albrecht darstellt, steht hingegen zum ersten Mal auf der Festspielbühne in Straubing. Der Premiere in einer Woche blickt er gelassen entgegen. Also wir sind uns schon ziemlich sicher alle auf der Bühne, seit 1,5 Wochen habe ich das Gefühl. Text steht, die Szenarien sind bekannt und bisher Aufregung spüre ich noch gar nicht. Und wie es zu einer richtigen Liebesgeschichte gehört, wird im Stück heftig geflirtet und geturtelt. Ob sich da auch fernab von der Bühne Gefühle entwickelt haben? Wir verstehen uns blendend, würde ich sagen, aber ein Paar sind wir nicht. Das nur auf der Bühne. Nur auf der Bühne, ja. Die Liebe zwischen Agnes und ihrem Albrecht gibt es also nur auf der Bühne. Die Proben sind lang und der Aufwand rund um die Agnes Bernauer Festspiele ist groß. Trotzdem sind alle Beteiligten froh, ein Teil des größten Freilichtspiels Ostbayerns zu sein. Ich habe ein hochmotiviertes Team, es sind sehr gute Leute dabei. Es ist wirklich ein Team, wo eins dem anderen auch hilft, wo zusammengearbeitet wird, wo auch Ideen nochmal besprochen werden. Also wir gehen Hand in Hand, also das ganze technische Team auch, weil man es alleine natürlich nicht machen kann. Und ich bin sehr, sehr froh, alle diese Leute zu haben, weil nur in so einem Miteinander funktioniert so ein Riesenprojekt auch. Karten für die Agnes Bernauer Festspiele vom 19. Juni bis 19. Juli gibt es im Leseservice des Straubinger Tagblatts oder im Internet unter www.okticket.de.